Hallo, ihr lustigen Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Warhammer 2. Wir sind immer noch mit Techlist dabei und haben allerdings jetzt hier gerade eben schon das dritte Ritual gemacht und sind sehr, sehr kurz davor, das vierte Ritual gleich starten zu können, was ich sehr, sehr cool finde. Da fehlen uns eigentlich nur noch zwei Runden, die wir spielen müssen und dann geht das. War sehr, sehr lukrativ, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. So, goldenes Ziggurat wird jetzt auch kolonisiert. Provinz gesichert wieder. Müssen wir alles wieder aufbauen. Ich hasse es. So, Baukosten reduzieren. Ja, das tun wir da rein. Wir können auch woanders noch Dinge bauen. Hier nämlich. Festung der Morgendämmerung. Währenddessen wir hier bei der Festung der Abenddämmerung zurückschippern. Wobei ich mir... Ja, doch. Ich weiß noch nicht genau, wo ich da hingehen will. Eventuell gehe ich da lang und gehe direkt zu unserer Festung. Oder ich lande hier an. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das gestalten will. So, auf jeden Fall können wir jetzt hier mit Armandis nochmal etwas kolonisieren. Wir erobern einfach nur zurück, was uns genommen wurde. Was unser ist. Aber wir machen erstmal eine Schatzsuche. Die ruinierte Bibliothek. Mitten in der ruinierten Stadt entdeckt ihr eine Bibliothek. Weite Bereiche des Gebäudes fielen offenbar den Flammen zum Opfer. Doch ihr stoßt auf einen versteckten Raum. Darin findet ihr Bücher, die in einer uralten Sprache geschrieben wurden. Ihr ruft euren Übersetzer herbei. Warte mal, ich habe das letzte Mal das zweite Buch übersetzt. Jetzt werde ich diesmal das erste Buch übersetzen. Die ruinierte Bibliothek, Forschungsrat, das scheint immer das gleiche zu sein, okay. Oder es ist Zufall, was ist das erste und das zweite Buch in Wahrheit ist. Na okay, der Übersetzer überreicht euch das Buch mit zitternden Händen. Er teilt euch mit, dass es ein äußerst wichtiges Werk ist, dessen Inhalte unsere Welt sich dauerhaft verändern. Aber das ist geil, plus 25% Forschungsrate ist geil, vor allem, weil wir gerade eben diese langen Forschungssachen machen. Das ist, glaube ich, momentan hier noch gar nicht berücksichtigt, was hier dargestellt wird. Aiden bleibt einfach hier stehen. Wobei, nee, eine Sache kann er machen. Er kann ja die schicken Sachen sich holen, die er so im Wasser rumgammeln. Denn momentan tut uns das nicht weh. Auch wenn er dafür nochmal eine Runde braucht, um überhaupt hinzukommen. Aber das finde ich cool. So, das verlorene Tal. Kann hier seine Mauer auf die nächste Stufe ausbauen, genauso wie auch das hier. Und was wollte ich hier nochmal bauen? Genau, ich wollte das hier, glaube ich, bauen. So. Die Küste der Stürme. Kann das hier noch ausbauen. Und wie viel haben wir jetzt? Das sind immer noch zwei Runden. So, Tor Elazor. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt bekanntlich. Ich kann nicht das. Was muss ich denn noch tun? Muss ich euch hier jetzt Geld schenken, in den Rachen werfen? Wie viel Geld habe ich überhaupt? Keine Ahnung. Ich gebe euch mal ein mittleres Geschenk. Most astute. So, jetzt kommen wir nämlich hier auf 133 hoch. Ne, 153 sogar schon. Also wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Dann... Elf One's Defender. Ja, Lothurn stehen wir spitzenmäßig da. Bis zu 185 werden wir hochwandern. You called? Tyrannok. Welcome. What would you have there, sir? Ja, komm. Scheiß drauf. Noch mehr Geld schmeiße ich nicht denen in den Rachen. Und ich möchte meinen Einfluss momentan auch noch ein bisschen behalten. Ich freue mich, dass ich mal Einfluss habe. Ist ohnehin schwer genug, ihn zu bekommen. Weg ist er gleich wieder. Vor allem, wenn man sich einen geilen General holt. So einen, der 60 kostet, die lohnen sich halt meistens richtig krass. Na also, Kapitelziel abgeschlossen. Ritual der Gelehrigkeit. Das Geile ist, ich kann gleich das nächste machen. Führt das folgende Ritual durch. Ritual der Gelehrigkeit geschafft. Lauerer entdeckt. Kapitelziel erteilt. Führt das folgende Ritual durch. Ritual des Forschers. Bel-Shanar, der Forscher. Jener Phönixkönig, der den großen Ozean befuhr und in der ganzen Welt Kolonien gründete. Seine Herbeirufung durch dieses Ritual wird den Kurs zum vierten Teil der Sternenkrone weisen. Ja.
Schildkröten sind Butalehua. Das sind dieselben, mehr oder weniger. Nee, das ist sogar noch besser. Das ist wirklich gut. Ja. Das Ritual ist im Gange, mein Herr. Auch wenn Sie zusammenarbeiten, wird die Vollendung eurer besten Adepten etwas Zeit kosten. Denn die Macht des Rituals ist so groß, dass sich selbst der große Marschstrom unter seinem Einfluss verzerrt. Doch habt Acht, denn wenn der Marschstrom geschwächt ist, schlüpfen die Mächte des Chaos in diese Welt. Bereitet eure Verteidigungen vor. Sie werden zweifellos von der Macht des Rituals angezogen werden. Planänderung. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Wegsteinsplitterung unter großen Verlusten aus ihren dunklen Ruhestätten geborgen. Bla bla bla. Nun liegt es an euch. Und so weiter. Ja, das kennen wir alles schon. Zur Genüge. Schwefelinsel da oben. Nee, ich will die gar nicht so weit nach oben. Runter, 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 runter. Genau, hierhin. Ich wollte das ja jetzt eigentlich hier mir holen, aber das wäre jetzt ein Todesurteil für diese Armee. Wir müssen uns hier ganz intensiv zurückziehen. Die Bluthalle wird auf jeden Fall angegangen werden. Ich gehe jetzt hier auf den Ozean und gehe dann mit dieser Armee jetzt hier in die Bluthalle hinein. Land ahoy. Ja, Land ahoy, genau. Und mit Teclis möchte ich mit nach... Oder will ich mit Teclis hier bleiben? Ja, Hua Lottl ist halt auch Ziel. Hua Lottl ist halt auch Ziel. Das ist das Problem. Nein! Ach du Depp! Dieser blöde Jan. Das ist unglaublich. Geht der da lang, ey? Ja, ist nicht, ich nehme jetzt den steifen Grog, weil es in den nächsten 10 Runden auf jeden Fall zu Kampf kommt mit physischer Resistenz plus 25%, ist super. Ready to serve. Ja, geh hier an Land. Dann können wir in der nächsten Runde hier wieder reingehen. Oh, die Magierin ist hier wieder am Start. Bin kein Freund von der arkanen Aufhebung. Wirbelsturm bin ich auch kein Freund. Zielen, wenn fliegt. Geht halt nur gegen Flieger. Was ich doof finde. Stark gegen einen einzelnen Angreifer. Ja, komm, machen wir mal die Magie des gegnerischen Magiers kaputt. Jetzt bin ich aber auch davon überzeugt, dass ich jetzt hier... Weil ich ohnehin jetzt Krieg mit denen habe, ne? Ich habe ja noch diese Aufgabe, dieses, wie heißt dieses Gebiet einzunehmen... Klack-Klang. Dann holen wir uns die Klack-Klang. Endlich gehen wir mal wieder in die Offensive mit dieser Armee. Ich habe es ehrlich vermisst. Boah, mitten durch den Dschungel. Das dauert eine Weile. So, Tiranok. Militärisches Bündnis. Machst du vielleicht direkt mit mir eine Könf? Absurd. Okay, absurd. Ich hab's verstanden. At your service. Greetings, fellow Asur. What brings unwise. Sie wollen einfach nicht. It is agreeable to spend one. Ich betrachte das als Gezicke. Ridiculous. Ridiculous, sagt er. Ja. Ich glaube, die müssen erstmal ein paar Einheiten verlieren, bis sie glauben, dass es für sie irgendwie sinnvoll ist. Vorher sind die der Meinung, dass sie das nicht brauchen. Ich gehe jetzt doch nach oben, weil meine Regenerationsrate auf dem Meer ist gut genug. War Silberbeute wegen den Waffen, verzauberte Klingen, Nahkampf, Angriff und Abwehr. Werden wir da oben eventuell bald brauchen. Nächste Runde können wir schon rein. Verbotener Stab, ja, ist ganz nett, brauche ich nicht dringend. Küste der Stürme. Könnte ich jetzt hier wieder was bauen? Brauche ich natürlich die Verteidigungsanlagen zuerst, weil da oben natürlich auch der Feind potenziell am nächsten ist. Und dann brauchen wir das hier für die öffentliche Ordnung.
Tja, und jetzt mal gucken, wo die Typen hingehen. Ich befürchte ja, dass wir da oben nochmal eine Stadt verlieren, noch bevor wir die andere wieder herstellen können. Tradition is maintained. Huch! Also manchmal hat der Sound schon noch so seine Eigenheiten. Also manchmal schon so ein bisschen. Ja, guck mal, wer da kommt. Das ist eine Interventionsarmee, und zwar eine sehr unangenehme. Aber ich glaube, wir haben eine Chance. Also die normalen Truppen. Dann haben wir gegen die Bestien eigentlich relativ leichtes Spiel. Hallöchen. Ja, ihr seid defended from above, aber... mir gefällt das hier so nicht. Ich gehe lieber mal hier so hin. Ich möchte auch sehen können, wo ich hinschieße. Das mag jetzt vielleicht der Wunsch nach Luxus sein, aber ich sehe gerne, gegen was ich kämpfe. So, null. So, und dann machen wir das nämlich hier ein bisschen anders heute. Zwei. Genau so. Und ihr macht jetzt hier die Nummer 3, wie immer, dahinter. Mhm, und ich möchte natürlich sie möglichst früh sehen für Beschuss. Unsere Geilchen gehen dahin, der Kommandant geht dahin. Uiuiui. Ich muss den General hier beschießen. Ich mache hier Luftkampf. Nee, ich mache keinen Luftkampf. Ich weiß, was ich mache für Kampf. Die machen wir nämlich sonst in die Hölle heiß. Ja, sie treffen ihn immerhin. Noch halte ich sie auf, aber ich kann auch leider noch nicht wirklich schießen. Ah doch, jetzt schießen sie endlich. Boah, ich habe schon gefragt, wann die endlich anfangen. Böses Feuergespucke. Allerdings ging das zum Glück in die Luft. Der General wird auf jeden Fall gut beschossen. Was geht denn da ab, ey? Kriegerinnen, die halten zum Glück überhaupt nichts aus, was Beschuss angeht. Was greifen die an hier? Ah, okay. Den General. Genau, schießt jetzt auf diesen Drachen hier. Die Riesenadler sind leider auf der Flucht. Aber, oh, Moment, ich realisiere... nein, nein, oh, in dem Augenblick, wo ich sie bemerkt habe. Mann. Ist nur gebrochen, diese Hexenkriegerin. Komm, mach die nieder hier. Henker von Hargarnet. Ich greife sie an. Hey, Riesenadler, hör auf damit. Hör auf damit, hier rum zu verkacken. Gehen wir hier rüber. Ihr geht dahin. Ich glaube, ich sage jetzt mal, dass hier alles auf den hier schießen soll.
Die Bestien müssen nämlich weg. Wenn wir die Bestien schlagen, gewinnen wir. Oh je. Kommt, ihr könnt den abschießen. Wenn ihr den abschießt, dann seid ihr super. Warum schießt ihr eigentlich jetzt dahin und nicht dahin? Ich weiß es nicht. Ihr müsst auf das hier schießen. Die haben sich gesammelt, die sind auch wieder da. Geil. Ich möchte von dem Vieh hier gar nichts mehr wissen. Oh, wow. Ja, das machen wir mal so besser. Scheiße, ey. Das gibt's doch wohl nicht. Die haben den immer noch nicht abgeschossen. Jetzt hat er sich allerdings gesammelt. Es kommt schon. Wir brauchen nur... Die müssen jetzt hier weg. So, ihr bleibt jetzt wieder hier schön stehen. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Da sind ein paar Schnitterspeerschleudern und die müssen weg. Warum seid ihr hier überhaupt in den Nahkampf gegangen? Seid ihr bescheuert? Ey, ganz im Ernst. Wie blöd musst du als Ellurianer sein? Da reg ich mich jetzt wirklich auf. Wenn du gegen schwarze Garde in den Nahkampf gerätst. Ey, da hast du doch mal die Basics nicht begriffen. Schießt einfach so, wie ihr schießen könnt. Ernsthaft Gegner hinter uns? Ich möchte, dass sie weiterhin die wegmachen. Und der hier muss auch weggemacht werden. Der blöde Drache. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den jetzt auch endlich mal töten können. Jetzt kommt schon. Nehmt ihn raus. Kann ja nicht sein, dass er das jetzt hier auch noch überdauert. Unfassbar, ey, wie die es geschafft haben, das hier zu verkacken. Tja, da kommt wieder eine Hydra. Feuer frei. Die Echsenstreitwagen auch überhaupt nur als also Bogenschützen haben, finde ich schon interessant. Ach du Scheiße, die haben uns komplett umwandert! Ich will hier keinen Nahkampf, bestimmt nicht. Jetzt wird es dramatischer, als es nötig gewesen wäre. Hexenritter in der Seite. Oh. Deswegen hasse ich diese Situation in diesem Dschungel. Ich muss die ganze Zeit eigentlich Leertaste drücken, um überhaupt irgendwas sehen zu können. Schießen. Schießt, was das Zeug hält. Ja, hier haben wir den Nahkampf wieder gewonnen. Aber das ist doch gar nicht der entscheidende Nahkampf. So, stopp und wieder Fire at Will. Hier müssen wir wieder hoch. Wo ist eigentlich die nächste Einheit? Ach ja, die kämpfen hier unten. Das ist natürlich jetzt nicht so gesund für die.
sind da sie noch Echsenstreitwagen immer noch. Er kämpft hier immer noch gegen diese komischen Echsenritter. Die haben keine Dinge mehr. Keine Geschosse mehr. Aha, da kommt wieder so eine blöde Ding. Die sind immer noch da unten am Kämpfen. Zu meiner Überraschung. Boah, das ist ein Gemetzel. Oder besser, es ist eins. Schatten, komm. Was, Bihandkämpfer? Schatten, Zweihandwaffen, okay. Greift an. Tag greift nochmals von hinten an. Ein paar schicke Echsenritterchen noch. Man gönnt sich ja sonst nichts. Die kämpfen immer noch. Wird Zeit, dass man ihnen hilft. Wenn die so tapfer da unten kämpfen. Dann haben sie jetzt auch ein bisschen Unterstützung verdient. Achso, nein. Was? Okay, das kam jetzt sehr plötzlich. Das kam jetzt sehr plötzlich. Einfach so, wie die standgehalten haben, ey. Das ist Phönixgarde. So wie sie leibt und lebt, so lobe ich die mir. Boah, wir haben nahezu unsere kompletten Geschosse aufgebraucht gegen diesen Verein. Und man darf nicht vergessen, unsere Armee hat halt angefangen mit Müde zu kämpfen, ne? Hätte auch anders laufen können, wenn wir nicht so müde gewesen wären. Komm, jetzt schieß noch einmal. Ja, ihr werdet es auch wohl hinkriegen zu schießen. Nee, kriegen wir nicht hin. Mir egal. Und deswegen halte ich nicht so viele von Interventionsstreitkräften. Die haben es schlicht nicht drauf. Oh, da ist noch eine. Nee, das ist dieselbe. Oh, 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 aber da ist noch eine andere Interventionsstreitkraft. Zwei Interventionsstreitkräfte dieses Mal. Direkt davor war gar keine. Da war ich jetzt mal ein bisschen blauäugig und habe gedacht, ja, ja, wird schon wieder genauso laufen wie davor. Klassischer Fall von Dengste. Herr der Steinhörner greift uns natürlich auf der Seite der Verbündeten mit Spielen. War da gerade ernsthaft Nachkommen der Messtechnik? Was Robe des von Volariat? Waffenstärke, allerdings physische Resistenz. Okay, also das ist von Magier sehr, sehr gut. Das ist von Magier sehr, sehr gut. Große Schildkröteninsel wird wieder belagert. Seebeine hat Teclis bekommen. Dalos hat hier auch Seebeine bekommen. Lethal Grace given form. Boah, und unsere Armee hat es komplett überstanden. Your orders are reasonable. Ja, ich glaube, das lag auch echt daran, dass wir hier der Phönixgarde hier diese Boni gewährt haben. Das hat sie so mächtig gemacht. Ich möchte jetzt hier so nah ranrücken, wie geht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend wird. Das ist aber eine billige Armee. Lethal Grace given form. None shall live. Das können wir aber auch mal so angreifen dann. Also da hatte ich ja ein Schlimmeres erwartet, muss ich zugeben. Vor allem, weil ich jetzt von zwei Seiten angreifen kann. So, Phönixgarde ist nochmal ein Levelchen besser geworden dadurch. Ich werde es trotzdem mit der Stadtarmee am meisten versuchen zu machen.
Wie gesagt, ich werde es versuchen. Kommt doch natürlich auch darauf an, ob der Gegner das mit sich machen lässt. Stellt einer der Hochelfen fest, Lustria is a land of swamps and bugs. Ja, den Eindruck habe ich auch schon gewonnen. Captain Blitzmerker war am Start. Jo, meine Fliegerchen. Alice haben wir leider. Ja, doch. Alice haben wir. Wir haben kein Ding mehr. So, da kommen die weißen Löwen. Sechse. Sieben. Schön da bleiben gleich. Jetzt können wir sie von beiden Seiten unter Beschuss nehmen. Sieben. Stopp. Nummer sechs. Einfach hier hin. Bleiben wir direkt mal hier einfach mal so stehen. Ja, der Gegner muss nämlich jetzt hier seine Armee aufteilen und das wird ihm nicht bekommen. Ich hole die Fliegerchen aus der Luft. Ja, die Siebener, die sollen nicht fliehen, wenn der Feind kommt. Hilfst da mal schön mit jetzt, mein Freund. Komm, ballert hier weiter. Hier habe ich immer noch ein seichtes Problemchen. Ihr müsst euch jetzt ausrichten. Genau so. Dann läuft das auch. Die weißen Löwen halten. Boah, das ist echt heftig. Die fliehen. Perfekt. Dann kann ich jetzt in den Rücken gehen. Ausrichten. Ausrichten. In die Flanke gehen. Und da oben ist die Kacke wahrlich am Dampfen. Aber wir werden sie vernichten, obwohl der Typ da ist. Ich glaube, ich mache jetzt hier mal was, was diese Echse hier ordentlich zum Schweigen bringen könnte. Einzelschüsse! Er flieht schon. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wie der seine Armee jetzt hier spalten musste. Oh, sie fliehen so gut wie alle. Ja, so gut wie. Nicht alle, aber so gut wie. Uiuiuiuiui, die Chamäleon-Skins. Die bekommen eine drauf. Und wir halten unsere Festung. Ja, das greifen wir noch an. Schießt. Und ihr metzelt. Die hier fliehen auch. Machen wir mal das da. Stopp, stopp. Ihr könnt schießen, wann immer ihr wollt. So wie die das tun. Was machen unsere Riesenadler? Ich weiß es nicht. Ich sage ihnen einfach, sie sollen irgendetwas verfolgen. Die Ellurianer können ja auch noch irgendwas angreifen. Immerhin habe ich noch ein paar berittene Bogenschützen, die jetzt noch was verfolgen können. Stopp. Schießt.
Ihr sollt schießen, ey. Das ist unglaublich. Jetzt drehen die sich dahin, um nach hinten zu schießen. Wisst ihr, da ist einer. Und statt dass sie auf 10 schießen. Nein, auf 1 schießen. Das ist viel lustiger. Warum greift ihr sie nicht im Nahkampf an? So viel effizienter. Jetzt, wo sie fliehen. Ich mach mal ein bisschen schneller. Die fliehen jetzt eh runterwärts, dann kann ich da noch mit rein. Wie gesagt, wir haben leider sehr, sehr wenig Echsen verloren, aber wenn wir ihnen noch ein paar raushauen... Das Wichtige ist, dass ich jetzt durch diesen Sieg sogar, glaube ich, in meine Festung mich hinein zurückziehen kann. Schauen wir mal. Ob meine Vorstellung mich dann trügt oder nicht. Ah, guck mal, die sind alle so gut wie erledigt. Perfekt. Also ich glaube, das war die Variante, eine ganze Armee für 2000 oder so, ne? Ja, they must die, absolutely. Wunderbar. Standard der Disziplin. Wir betreten jetzt die Schildkröteninselfestung. Das war so wichtig. Bogenmeister will ich jetzt auch haben. Und guckt euch das mal an, wie die Phönixgarde hier jetzt richtig an Erfahrung sammelt. Die ist auch richtig, richtig gut. 54 und 60, Rüstung 110. Bald hat sie sogar noch mehr. Dann hat sie nämlich noch mehr Nahkampfangriff und noch mehr Waffenstärke. Das Geile ist, dass man, glaube ich, sogar noch mehr aus denen rauskitzeln kann. Ja, hier, das hier. Nahkampfabwehr plus 5. Aber da brauchen wir noch eine Weile, um da hinzukommen. Da brauchen wir noch eine Weile. Gut. Teclis hat ein Level-Up. Nee, warte mal, das ist gar nicht Teclis. Das ist sein Held, der an seiner Seite steht. Dann kriegt er jetzt hier noch den tödlichen Ansturm. Gut, liebe Leute, das war's in dieser Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und ade.